Hallo und willkommen zur 12. Wochenschau von Kernspiele, wie immer mit mir und ihm. Dem Ken, hallo. Guten Tag. Wie ihr ja wisst wahrscheinlich oder gemerkt haben könntet oder weiß der Henker, hatten wir jetzt, die letzte war vor 2 Wochen, wir hatten jetzt 2 Wochen Pause. In der Zeit haben wir Rocky angeschaut, ihr vielleicht auch, da reden wir nachher gleich drüber, dann haben wir eine Handvoll Fragen, da werden wir auch drüber reden und dann reden wir auch noch über ein bisschen was anderes, aber gehen wir erstmal das Ganze aber noch Post, ja. So durch, genau. Gut, YouTube-Kommentare kann ich kurz und knapp abhandeln, da war nicht wirklich viel, da Aldi meint, für jedes quasi, wenn er Geld kriegt, hätte er da schon 23 Euro. Ja, das ist meine Schuld. Achso, waren die quasi deine? Echt? Also zumindest ich sag quasi, ne? Und also. Quasi und also sind meine Worte, die ich viel zu viel anwende. Habe ich schon mal früher in Referaten und so gehabt. Ja, aber quasi ist schon ein ordentliches Wort, finde ich. Ja, das kann man schon verwenden. Ja. Dann die sonstigen Kommentare waren diesmal ein bisschen weniger. Die filmbezogenen Kommentare bei den Filmquickies, die lasse ich so stehen. Da habe ich ja meine Meinung zu den Filmen üblicherweise schon geäußert. Dann hat mir Aldi den Link zu Pulled Pork geschickt, den ich auch nochmal anschauen muss. Also dieses Flatterfleisch finde ich halt immer noch ein bisschen komisch. Dann meint ein Markus 30 Musik, hallo kurz, er schätzt die vollständige Uncut-Version von Captain Future, weil da kann man die Filme, die Geschichten so erleben, wie sie konzipiert waren. Man merkt, dass sie doch deutlich mehr Sinn ergeben. Auch das glaube ich gerne, aber es ist halt für mich ist Captain Future mehr die Nostalgie-Geschichte und da gehört halt die deutsche Musik dazu und der deutsche Ton und nicht unbedingt die Geschichte. Also so fasziniert hat mich die Geschichte nicht, dass ich sage, ich muss sie jetzt detaillierter sehen. Aber ich kann es verstehen, ich finde nur die Preisdiskrepanz ist halt einfach für mich persönlich zu hoch gewesen. Zwischen 80 und 200 für etwas, was ich wahrscheinlich eben doch nicht komplett nutzen werde, aber naja. Muss gut, nicht sein. Kann ich verstehen, nee. Gut, dann der Shady fragt. Hallo Shady. er weiß es zwar inzwischen auch, weil ich es erwähnt habe, Dschungelcamp. Nee, mache ich nichts. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe nach dem Einzug unmittelbar, da war ich an dem Tag furchtbar müde, deswegen bin ich früher ins Bett und habe beschlossen, diesmal muss ich mich einfach abnabeln. Nicht unbedingt, weil ich Dschungelcamp per se doof finde, weil es war ja immer gute Unterhaltung, aber es ist halt auch diese Kompaktheit ist ein bisschen für mich ein Problem gewesen, weil man fühlt sich verpflichtet dann, wenn man zuschaut, dann muss man zuschauen und dann ist man 2 Wochen lang quasi jeden Abend kommt man zu sonst nichts mehr. Und also ich habe das auch gehabt ich habe jetzt den quasi den Einzug und die erste Folge, da war ich zufällig an einem Abend draußen bei meinen Eltern und habe den da mitgeschaut, weil wir sonst irgendwie, also habe ich es auch mal geschafft, das jedes Jahr zu gucken, aber ich habe letztes Jahr schon so geschwankt und nur im Schwankenzug geschaut, mal so, mal so. Und jetzt habe ich seit dem Einzug wieder keine Folge mehr gesehen. Und nee, also ich finde auch, der, ich da schon wieder raus, glaub der ich. Cast na, ist langsam, auch die laufen halt in das Problem, dass mir zu viele Reality-Show-Ableger rumrennen, die ich nicht assoziieren kann mit irgendwas, weil ich es nicht gesehen habe. Natürlich kann ich nachlesen, wer Honey ist. Das weiß ich schon auch dann. Und Tina Lisa weiß ich natürlich. Aber Hessler war von vorne weg klar, dass der nicht wirklich existiert. Ich verfolge schon so ein bisschen natürlich die Aufschriebe auf Spiegel Online vor allem, wobei mir die inzwischen auch zu selbstverliebt mit Wortspielen agieren. Da kann ein bisschen weniger intelligent, in Anführungszeichen, tät's jetzt auch nicht weh, aber ist ja egal. Also ich meine, ich habe es hauptsächlich halt immer angeschaut, weil die Moderation so toll geschrieben ja, ist. Ja, ich meine, das ist halt, das immer, die sind so herrlich böse, die Zitlow und mittlerweile auch der Hartwig, also das ist halt das Schöne. Ich habe halt auch, die Prüfungen interessieren ja eh nicht wirklich. Ich meine, und das essen es halt schon wieder irgendwelche Raupen. Sind mittlerweile halt gleich, ja. Und, gut, und dann gibt's halt immer, also und auch die Abläufe waren halt die letzten Jahre auch immer wieder mal gerne zu sehen, dass so ein Hassobjekt, wo dann dauernd drankommt, wie letztes Jahr die Höllenfürstin, die war ja wirklich unerträglich. also dieses Stimmt, Jahr, ja. Das bisschen, was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist, dass ja dieses bis dato noch nicht der große Stress ausgebrochen ist. Macht mir aber, also ich habe halt, die Hanka kannte ich übrigens tatsächlich auch noch von ihrer Big Brother Zeit, weil das, die Staffel, wo sie dabei war und der Nominator, war die in der ersten? Ich glaube in der dritten. Also irgendwie, ich dachte, irgendeine ist mit dabei von den etwas älteren, wo meine Eltern gemeint haben, die waren da, ja.
in Ja, einer der die. ersten oder der ersten, Ja, aber. ich hätte jetzt gesagt die dritte, aber es könnte auch die zweite sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht die erste. Wenn der erste war Nee. Zlatko. Zlatko Ja, und Jürgen. und war da nicht Und auch der, wo war denn der dicke Biker? der Harry, der war, meine ich, das war die, das, ich Weil ich war, dachte, in der war sie irgendwie auch mit dabei. das wäre dann die dritte, meine ich. Ich Okay. glaube, die Staffel mit der Alida und Harry und, wobei ich, oder war der Nominator gar erst in der vierten? Das ist schwer zu sagen, aber es war die, ich meine, es war die Staffel mit dem Nominator, wo sie dabei war. Da hat mich, da war ihr, aber ich könnte schwören, damals hat sie ihre ganzen Phobien noch nicht gehabt oder zumindest nicht so nach außen getragen, was im Big Brother Haus ja wohl eher schwierig ist, irgendwas nicht zu verbergen, aber egal, wie auch immer, die wusste ich noch, aber im Großen und Ganzen, also ich bin jetzt nicht betrübt, dass ich es verpasst habe. Ich meine, kann sein, dass ich hinten nach feststelle, verdammt, es wäre eine coole Staffel gewesen. Ich habe am Anfang nicht alle Dschungelstaffeln gesehen, ich habe auch die Staffel, wo die Nick drin war, die habe ich nicht gesehen, aber die war ja von allem Hörensagen her auch zum Einschlafen so ungefähr. Aber egal. Also das habe ich mir dieses Jahr gespart und ich bin jetzt nicht unglücklich, dass ich Ja, die also ein ich bis meine, zwei. ich hab wie gesagt eh kein Fernsehen hier, deswegen, sonst hätte Ja. ich wahrscheinlich auch schon öfter mit reingeschaut, aber das war hauptsächlich so ein Ding mal wieder, weil ich hab's halt mit den Eltern immer früher angeguckt eigentlich, das war immer so ein Ding, was wir immer gemacht haben und jetzt war ich bei der ersten Folge da und das war schön, aber ich glaube, da hat's mir dann schon wieder gereicht. Also ich habe. Ich bin auch nicht unglücklich darüber, jetzt wieder 2 Wochen lang jeden Abend 1 bis 2 Stunden dran sitzen zu müssen, weil man ja sonst was verpasst, so ungefähr. Gut, Ja. das ist so viel dazu. Dann machen wir eine kurze Abstecher zur China-Reise vom Tokio. Der hat Ja. uns, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal näher darauf eingegangen sind, Tokio hat mir über die Weihnachtsferien eine sehr nette, sehr lange Mail geschrieben zu seinen Erlebnissen, Urlaubserlebnissen in Tokio. In In China. China mitsamt missglückten Abstecher nach Hongkong, der gescheitert ist, und ein paar schicke Fotos. War sehr interessant. Ken hat es auch gelesen. Ja. Danke dir, war wirklich sehr interessant. Auch die Bilder waren sehr Ja, schön. war wirklich cool zu lesen, wie es da wirklich so abgeht Vor allem für ich normale hätte aber Menschen. mal zu einem der Bilder hätte ich eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, wo das aufgenommen wurde, was so ausschaut wie so in so einem Lichtermeer. Du schaust, das wäre links so ein Restaurant oder so und dann hast du rechts so einen, sah aus wie eine Straße, aber da war irgendwie Beleuchtung unten drunter. Also ich weiß nicht genau, was das war, aber das würde mich interessieren, weil das sah echt cool aus. Ja, wir bitten um Aufklärung, bitte in die Kommentare unter dem und auf der Webseite posten, danke. Oder auch per E-Mail, ich leite ihm natürlich weiter, kein Thema. So, wie es dir lieber ist. Ja, also vielen Dank. Im Detail hier diskutieren bringt ja nichts für Leute, die es nicht gelesen haben. Öffentlich brauchen wir das nicht posten. Also wir haben uns gefreut, vielen Dank nochmal, war wirklich nett. Und dann stürzen wir uns doch gleich in die, soll ich jetzt Die sagen, reichhaltigen, Wochenschau-Kommentare. in die Wochenschau-Kommentare, in die reichhaltigen. Also die da sind. Der gute Max Snake hat dir viele Anime-Tipps Ja, habe empfohlen. ich Ich gesehen. Ich habe was zum Abarbeiten. kann lustigerweise sagen, ich kenne davon spontan zwei. Okay. Also sagen wir überhaupt was. Ich kenne Afro-Samurai und Ja, das sagt mir ein auch was, bisschen aber was. auch nur vom Comic und Spiel Ich her. kann eben auch nur leider sagen, basierend auf dem Spiel habe ich null Interesse an Afro-Samurai. Es ist überhaupt nicht mein Ding und Samuel Jackson sehe ich oft genug, da brauche ich nicht auch nur in einem Anime. Wobei ich habe mir mal versucht, Kite anzuschauen. Oh Gott, also wohlgemerkt, Okay. die Realverfilmung von Kite. Also Kite ist eigentlich ein Anime-Film. Ich verbringe jetzt immer mit Mezzo-Forte durcheinander. Es ist ein sehr fieser, sehr böser Film mit ordentlich Gewalt, also mehr so ist so Yakuza, ist es Yakuza oder so in die Richtung Yakuza, mit ordentlich Gewalt und ein, zwei sehr, sehr groben Hardcore-Szenen drin. Und ich meine aber, der ist bei uns sogar öffentlich, der hat sogar eine FSK-Freigabe, glaube ich, Uncut, was für mich sehr absurd ist, weil diese kurzen, aber heftigen Hardcore-Sequenzen, die sind halt mal echt grob. Die sind richtig, richtig bös, fies. Und das Mädel hat nicht unbedingt Spaß dabei in diesen Szenen auch zum Beispiel. Also wie auch immer, da gibt es also eine Realverfilmung, die hat aber nur noch ein bisschen was mit dem Anime gemeinsam. Da spielt auch Samuel Jackson nämlich mit. Und der war ziemlich scheiße. Das kann ich noch sagen, aber egal. Paprika denke ich auch eher an einen Tinto Brass-Film, den ich nie gesehen habe. Das meint Max aber sicher auch nicht. Und Animatrix, das ist ja die Kurzfilmsammlung zu Matrix.
Okay. Da gibt's das bekannteste davon, würde ich sagen, ist so ein Computer-Render, der ausschaut wie Final Fantasy Dings Spirits Within ein bisschen. Und da gibt's halt diverse, ich weiß auch noch, der Aeon Flux-Macher hat einen Kurzfilm gemacht und so. Also ich habe es sehr, sehr, sehr lang nicht mehr gesehen, aber ich muss sagen, ich fand die nicht besonders gut, unterm Strich. Aber man muss halt sehr in Matrix auch drinstecken, damit man von den Dingern überhaupt was kriegt. Die anderen Sachen kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen, aber Ken hat ja dann eine Liste zum mal durchchecken. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Danke dafür. Ja, da gerät auch Tokio hat hierzu nämlich auch, hat auch noch Sachen zu den Hat auch noch was Anime, Großes. der empfiehlt dann auch noch andere Filme, die auch Perfect Blue sagt mir tatsächlich vom Namen her, aber auch nie was gesehen. Und er meint, Cowboy Bebop, weil ich das mal angeführt habe, soll ich mir geben. In England gibt es recht günstiger als Box. Das ist interessant, da muss ich mal echt checken, da hast du recht. Ich glaube, und da glaubt, ich werde es nicht bereuen. Das glaube ich auch. Ich habe es ja auch punktuell auch schon ein bisschen gesehen, wie es seinerzeit auf MTV lief. Und das war sehr gut. Es hat auch, wenn ich es in meiner Erinnerung war, die Zeichen- und Animationsqualität auch überdurchschnittlich gut. Was ja bei Animes auch so eine Sache für sich ist. Ab und zu. Und außerdem als Tipp für legal, für lau anschauen, gibt es die Fuster-App, die man auch auf Smart TV unter anderem probieren kann. Und das ist so, jetzt setzt mir an, ich habe heute früh, heute mal in der Arbeit jemand gesagt, Crackle. Nein, Crunchyroll ist es natürlich. Nein, es ist auch so ein Film. Ist es ein Anime-Dienst? Nee, es ist halt ein Videodienst, die auch eine gute Auswahl an Animes hat, meint er, wo auch die Werbepausen erträglich sind. Und da gibt es alle Animes japanisch mit Untertiteln, na gut, ist nicht meine bevorzugte Art des Konsums, aber damit kann man auch leben. Habe ich jetzt hier auch spieltechnisch wieder die Tage lang genug erlebt. Zum Reinschuppen und vor allem, es gibt auch genug Senran Kagura-artige Animes, meint er. Das klingt natürlich interessant. Werde ich mal gucken bei Zeiten. Aber gehen wir Kann man mal kurz, schauen. springen wir kurz nochmal zurück. Paul, nee, das hebe ich mir für nachher auf, weil das eine gute Überleitung ist. Was haben wir hier noch? Also Blues Brothers hat, Bleib mal beim Tokio, ja ja. genau, er hat Blues Brothers, war ja unser letzter Film, meint auch, hat ihn damals nie wirklich interessiert, heute eigentlich auch nicht und er weiß auch nicht, egal wie viel Kult. Ja, wir haben ja festgestellt, die Musik ist toll, der Film selber, ja, ich glaube, meint aber jemand anders noch, Mücke, oder? Mücke meint, er fand den Film früher super, stimmt mir aber zu, dass es heute tatsächlich so ist, dass man eher nicht mehr anschauen kann. Also, besserer Tipp, er meint, es ist generell bei alten Filmen eher so, auch bei Breakfast Club wäre das so, den ich leider nie gesehen habe, muss ich leider zugeben. Ich Kultfilm habe für ihn alle. tatsächlich, also ich habe ihn auch nie ganz an einem Stück gesehen, aber ich weiß, worum es geht und Ja, habe einen großen Chunk davon auf jeden Fall ich mal. habe auch fetzenweise im Fernsehen, glaube ich, aber von Anfang bis Ende habe ich ihn nicht geschaut, das weiß ich. Wenn man den heute seinen Kindern zeigt, schauen die einen nur irritiert an. Ja, das ist ja bei vielen Sachen so. Aber die Frage, wenn man selber dann irritiert ist, dann ist es ein bisschen ungünstig. Aber naja, gut. Dann gut, gehen wir nochmal wieder zurück zum. Ich könnte ja schwören, ich habe noch woanders. Ich habe jetzt eine Mail übersehen. Warte Eine mal. Mail übersehen. Eine Mail kann ich nicht übersehen, aber Kommentar hätte ich übersehen Ach irgendwo. so. Das werde ich jetzt mal schnell checken. Check Und mal. checker mal. Jemand möchte auf Check mal. Facebook mit mir befreundet sein, die ich nicht kenne. Das finde ich auch immer ganz toll. Also auch ohne Anzeigen, wieso ich mit ihm befreundet sein sollte. Also, ja, sorry, mache ich nicht. Punkt. Ja, hast ja recht. Nee, das ist klar, das ist klar. Ich bin jetzt ein bisschen verblüfft. Ich hätte schwören können, da war noch eine zweite Mail. Also wenn ich jetzt hier jemand übersehen sollte, dann tut es mir leid, es war nicht absichtlich. Aber dann Weiß noch war's. nicht, ob zur letzten Wochenschau vielleicht noch was dazu gekommen ist, aber Ja, denke ich nicht, dass da noch wäre. Das war ja schon die vor Weihnachten, ne? richtig. Wo wir ja eh schon abgehandelt haben. Arthur hatte einen Doppelpack, glaube ich. Ja, den haben wir abgearbeitet. Das ist kein. Nee, also das, ja, wird passen, denke ich. Okay, wie auch immer. Gut, Moment, ich muss zurückfinden, weil ich jetzt gerade. So, Fragen. Tokio hat freundlicherweise Fragen für uns, was ja auch Jawohl. gut ist, sonst ist ja immer ein bisschen schwierig. Wie sehr beeinflussen uns großspurige Werbekommentare, wie muss man gesehen haben, oder bester Film seit langem? Machen euch solche Kommentare zumindest neugierig? Also, ich muss zugeben, sowas schreckt mich eher ab. Beispiel Guardians of the Galaxy, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ist aber gut. Weil ich Schau dir den eben Film-Quickie an, den aktuellen, dann wirst du es sehen.
weil ich um mich rum eben nur Leute habe, die dann sowas bringen wie, ah, oh, das muss man unbedingt gesehen haben und das ist der beste Film seit langem. Also ich kriege, wie gesagt, weniger Werbekommentare, aber wirklich dann auch von Freunden und Bekannten und eben anderen Menschen das dann irgendwie so mit. Und ich bin immer froh, wenn ich selber so irgendwas entdecke, vor allem für mich dann halt entdecke, was ich sehr cool finde. Dann hat es sich für mich mehr gelohnt, als wenn ich irgendwie sowas höre und dann gehe ich dann nämlich schon rein mit so einer großen, also vorher mag man mich nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe, und dann gehe ich mit einer großen Erwartung rein, dann mag ich ihn nicht, weil ich zu große Erwartungen hatte und dann mag man mich immer noch nicht, von daher Ja, ist das, also lässt das mich relativ kalt, solche Sprüche. also Werbe, so eben Werbeslogans, die sind mir relativ egal, weil vor allem wenn sie so wirklich so generell gehalten sind, dann mei, ist halt wie es ist. Vielleicht sollte man doch erst, Kommt noch was oder vielleicht soll sollte ich man dann doch nichts? nicht mittendrin einen Schluck nehmen. Das ist eigentlich irgendwie doch ziemlich doof. Und ja, wie Ken auch sagt, ich muss auch sagen, ich sag mal so, mir geht's eher so, dass ich bei bestimmten, wenn ich von Leuten was höre, das ist toll, dann gehe ich schon mal ganz sicher davon aus, das wird nix. Ja. Dann ist es überhaupt nichts für mich. Das passiert mir oft genug, sagen wir es mal so, aber Man muss nee. so, ne, so gegen den Mainstream Ja. schwimmen, immer rebellieren. Ja, nee, ich bin ja eher mehr, also sag mal so, ich empfinde mich ja als Main. Ulrich ist ein Rebell. Nein, ich empfinde mich als Mainstream-Geschmack. Du empfindest dich als Ziemlich. Ja, Mainstream-Geschmack. weil ich höre Als ja auch. japanischen Mainstream-Geschmack oder westlichen Mainstream-Geschmack? Von mir aus beide. Also eher West, auch eher Beides. westlich. Japan bin ich mehr neugierig. Ich meine, ein Hatsune Miku ist einfach ganz, zum Beispiel ganz sicher kein westtauglicher, West-Mainstream-tauglicher Geschmack. Ich finde es halt lustig, aber bei ist halt nett. Aber nein, ich sag mal so, Mainstream in dem Sinn, ich schalte auch mal, ich kann auch das Radio im Auto hören, Viertelstunde lang, ohne sofort schreien zu müssen, alles Kacke, scheiß Kommerzdreck, wie ich genug andere Leute doch dauernd mit wahrnehmen darf, sage ich mal, wo man gefühlt den Eindruck hat, dem alles, was eine Mehrheit gut findet, muss man automatisch ablehnen und dann bloß nicht. Wie sage ich jetzt mal, wenn die Musik aus dem Computer kommt, ist sie automatisch scheiße. So ungefähr. Das geht mir auf den Sack. Ich unterscheide da bloß, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht und sage, aber wenn der Sänger nicht auch vorher auch, und wenn die Message nicht gut genug ist, dann gefällt mir das Lied nicht. Dann könnt ihr ja nichts Also aus. ich hab halt von beiden quasi Ebenen schon Sachen entdeckt, die mir gefallen, deswegen Also ich also habe kann ich dafür schon, beides stimmen. es gibt schon Subgenres, die ich nicht anhöre. Aus Prinzip, fast aus Prinzip und weil ich halt noch nichts gehört habe, was mir denn gefällt. Also Arschloch-Rapper aus Deutschland muss ich mir nicht anhören. Da Ja, da kann kann ich ich mich mir, auch nicht ich für meine, begeistern. sagen wir es mal so, es gibt schon sicher Sido-Lieder, die man anhören kann. Das sind aber lustigerweise dann doch die Sachen, die schon extrem mainstreamig klingen. So wie Dingsbums, das Foto, wie heißt das? Bilder im Kopf, Foto im Kopf, was auch immer, wo er immer singt, sein Fotos, Buch im Kopf. Egal, das kam halt auch viel. Also, und ein super, super Formalradio muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber das sind ja wieder extreme Ausprägungen. Aber egal. Und die Texte sind mir eigentlich halt auch, wenn ich halt so oberflächlich, dass mir die wurscht sind. Das ist aber auch prima, weil wenn ich, das könnte ja nichts aus Korea anhören, kein K-Pop anhören, da verstehe ich ja keinen Text. Und wieso soll ich den Text verstehen? Wieso muss jedes Lied, das ich höre, eine Message haben? Wieso? Ist doch scheißegal. Meine Musik ist für mich Unterhaltung, primär. Egal. Wie auch immer. Ja, genug dazu. Das. Gut. Welcher Soundtrack ist bei uns am meisten hängen geblieben? So bei im Captain Future-Thema in meinem Fall mal ausgenommen. Tja, schwierig. Da gibt's viele. Also bei mir ist es oftmals, ich mag viele Sachen von, sage ich jetzt mal so komponistenweise. Also letztens bin ich erst wieder in Berührung damit gekommen, und zwar von Hans Zimmer, der, obwohl ich gar nicht weiß, den hat er, glaube ich, nur betreut mit, der dritte Pirates of the Caribbean, also At Anne's World. Das war ein richtig geiler Soundtrack. Dann halt die At ganze World's Sache End. von Howard Shore, was so Herr der Ringe und so angeht. Da sind so Bombasten dabei, die ich sehr mag. Und auch die John Williams geht eigentlich immer. Also den erkennt man auch.
Sofort. Also ich erkenne den sofort. Ja, Star Wars kennt auch jeder, würde ich mal sagen, aber Ja, aber eben auch alles andere, also die ganzen Harry Potter Sachen und so. Und ich habe jetzt auch viel, also oft Filme gesehen, wo ich weiß, dass er das ist. Und dann hört man, ich höre da sofort immer irgendeinen Star Wars-Titel, der dann ähnlich klingt. Also irgendein Theme oder halt irgendeine beiläufige Musik, die da sonst auch noch läuft. Also der hat halt einfach so Elemente. Und ich meine, demnächst jetzt auch im, ich glaube, im April ist es, da gehe ich mit einem Arsch voller Leute und meinem Vater gehen wir in die Nürnberger Meistersingerhalle, weil da wird quasi der Return of the King, also Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, gezeigt mit Live-Orchester. Das wird richtig, richtig geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Nach. Okay. Also mit musikalischen, mit Soundtrack, Instrumental-Soundtracks, da habe ich eigentlich schon lange mich nicht mehr wirklich so groß Also befasst. mag ich mehr als jetzt zum Beispiel irgendwas, wo gesungen wird oder so. Also Ja, wie also ist ich habe. es, obwohl es natürlich auch immer, wie wir es jetzt auch später mit Rocky dann haben, es gibt natürlich immer irgendwie was, wo halt irgendwie ein bestimmter Song auch auf einen Film Ja, zugeschnitten ist und so. natürlich. Ich meine, es Themen gibt's. Breakfast at Tiffany's. Themen gibt's natürlich diverse, wobei jetzt, nein, sei es jetzt Star Wars, sei es jetzt, was war's andere? Jaws. James Bond natürlich, Dann. das James Bond-Titelthema, das natürlich funktioniert immer. Ich habe am also was Soundtracks im Sinne von Instrumentalhinterlegung bin ich irgendwo relativ raus. Nicht im Sinne von, ich mag es gar nicht, sondern ich befasse mich nicht mehr so aktiv damit. Ich habe früher mal die Frühwerke von Zimmer, ich habe das Gefühl, wir hatten das schon mal, dass ich Rain Man natürlich, Rain Man, Rain ja. Man, das Leaving Vegas, Leaving Wallbrook und Da Legas muss und ich mal drauf reinhören. ja, das mich so, und dann habe ich mal eine Zeit lang ein bisschen intensiver Hans Zimmer, wie er noch so frisch war quasi. Aber ich habe, also da habe ich, ich habe auch in meiner CD-Sammlung, ich kaufe ja nicht mehr viel, aber da sind schon diverse Instrumental-Soundtracks dabei, aber mir fiele jetzt keiner mehr so gezielt ein. Ich bin also mehr so Soundtrack, ich bin schon mehr die normale Musik, sage ich jetzt mal, aber auch da. Also eine Handvoll Musical-Filme, die ich super toll finde. Also der Mo Hairspray finde ich fantastisch, die Musik. Die neue, also weiß nicht, ob der Original. War der Original Hairspray, war kein Musical? Oder doch? Ist schwer zu sagen, ich habe den nie gesehen. Oder war nur teilweise. Also die Neuauflage, großartig. Der kleine Horrorladen. Ganz großartige Musik, finde ich. Okay. Die neue Version, die alte war ja, meine ich auch, und war halt ein Trash-Film und die neue mit Musik. Sowas. Oder halt auch der erste Mortal Kombat-Film. Irgendwie, da passt die Musik so super dazu. Auch das Mortal Kombat-Thema. Aber sonst fällt es mir schwer jetzt gerade. Und natürlich Fernsehserien-Themen. Mein Gott, natürlich Knight Rider-Thema. Zum Beispiel. Das ist natürlich sowas, ist ganz groß. Einige. Nicht, also Knight Rider passt natürlich perfekt, weil da erinnert man sich einfach dran. In meinem Alter war, wie ich jung war, war Knight Rider das Größte so ungefähr. Ja. Gut, dann so viel. Fisch, kann man essen oder weg damit? Also ich bin generell kein Fischfan, aber so ein ganz normales Lachsfilet, da sage ich nicht nein, wenn es geil gemacht ist. Aber ich muss es, wie gesagt, nicht haben. Also Fisch bin ich grundsätzlich wenig interessiert. Also Fisch kann man essen, ganz einfach. Aber unter Voraussetzung. Ich mag zum Beispiel keine eben Filets oder sonstig. Alles, wo ich den Verdacht haben könnte, es ist eine Geräte drin, habe ich keine Lust drauf. Ja, das sowieso. Deswegen nur Filets, weil Ja. quasi alles andere man zahlt der Fitzerlass Ja. Arbeit. Also ein panierte Fischstäbchen kann man gut machen. Ein Fischmeck beim Mac oder Nordsee von mir aus. Ich meine, jetzt lassen wir mal Meeresfrüchte außen vor, Shrimps und Co., wo die vorkommen, das ist was anderes wieder. Also sonst Fisch, und wenn mich der tote Fisch anstarrt, das mag ich auch nicht. Und nicht aus moralischen Gründen, sondern weil es halt einfach unappetitlich ist. Punkt. Also Fisch ist jetzt nicht so meine bevorzugte Sorte, totes An Tier zu essen. Fleisch. Ja. Aber also ich habe auch, wobei ich auch da natürlich unter Vorbehalt, ich habe sehr wenig Fisch gegessen, vielleicht habe ich einfach bloß die tollen Fischsorten noch nie erlebt, aber ich habe halt, mein Interesse hält sich halt auch in Grenzen, das überhaupt auszuprobieren. Tja. Ja.
Gut, was haben wir hier noch? Und wenn wir nicht mit dem Auto länger unterwegs sind, guckt ihr auch mal Filme oder Serien auf dem Smartphone, Tablet per Stream an. Also, nachdem ich jetzt auch erst seit kurzem Netflix habe und das Ding dieses Offline-Saving-Streaming so unterstützt, kann ich mir das schon vorstellen, das mal zu machen. Also so, wenn ich wirklich länger unterwegs bin mit den öffentlichen, aber ansonsten nein, weil ich meine mobilen Daten nicht dafür aufgeben will. Also was jetzt wirklich den Stream angeht, wenn ich mir mal was irgendwie aufs Handy ziehe oder so, das habe ich auch schon mal für einen Flug gemacht, weil ich einen bestimmten Film da sehen wollte, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Ja, also ich habe das, zum einen habe ich ja kein Smartphone, immer noch nicht. Und mit dem Tablet auch nur WLAN, was natürlich die ganze Sache massiv einschränkt. Nein, aber ich habe auch so bei Reisen, wenn ich nicht gerade in einem Flugzeug sitze, ich habe irgendwie auch kein Interesse, also mich vorzubereiten mit, ich möchte Film X und Y anschauen, tue ich eh nicht. Im Flugzeug bin ich immer, wenn ich mal tatsächlich einen weiten Flug habe, was auch schon lange nicht mehr der Fall war, dann schaue ich schon, wenn das Bordkino, dann wird da schon mal geguckt und dann schaue ich auch mal Sachen an, die ich noch nicht gesehen habe. Vorzugsweise war ja auch verschiedentlich immer so, dass da Filme dann im Bordkino waren, die es im Kino bei uns noch gar nicht gab. Da sind mir ja auch ein paar ganz interessante schon mal ab und zu untergekommen. Aber an sich so bei Reisen, ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer, ja. Schwer zu sagen. Spielen tue ich ja auch nicht. Lesen habe ich ab und zu versucht. Aber nee, also ich habe nichts fundamental dagegen, aber ich mache es halt einfach nicht. Sagen wir es mal so. Jo, dann Ja, gut. sind Dann wir durch. den. Ach, das stimmt, den Mücke hast du ja vorgezogen, ne? Richtig, Mücke habe ich vorgezogen. Richtig. Paul Bearer habe ich jetzt auch aufgehoben. Das hat seine Tatsächlich. Gründe, aber bevor wir die ansprechen, schieben wir jetzt hier einfach ganz dreist den Film rein. Wer sich erinnern kann, die letzten 2 Wochen noch, wir haben gesagt, Rocky wird geschaut und Genau. über Rocky werden wir jetzt die gute nächste halbe Stunde reden. Reden. So, und wie angekündigt, haben wir einen schönen Sportfilm, Einen nämlich, ganz sportlichen Film, ja. ja, sportlich ist das schon, kann man so sagen. Ein Sportdrama. Ja, eigentlich auch Sozialdrama ja auch, wenn man so will. Könnte man schon sagen. Also, Es wird viel geschrien. wir reden von Rocky. Rocky Rocky. ist, Also nicht der Rocky. nee, wir reden auch nicht von The Rock, sondern nein, wir reden von Rocky. Rocky ist die erste ganz große Rolle von Sylvester Stallone gewesen. Hat ihm zum Durchbruch damals verholfen, ne? Richtig, ja. Ich habe nämlich gelesen, die erste Rolle, die er so davor hatte, das war in irgendeinem Erotikfilm. Ja, richtig. Der war auch Als Stud. Start war es, nicht Stallion, genau. Ich dachte Ja. doch. Also jedenfalls Rocky ist, wie ich den jetzt hier nochmal gesehen habe, ich hatte ihn auf später geschätzt und der ist von 76 tatsächlich schon. Also ich habe gedacht, der ist von 80, aber das stimmt nicht. Von 80 ist tatsächlich der dritte, glaube ich. Und das spielt sogar im Jahr 75, also eigentlich zur selben Zeit auch eins Ja. zu eins. Ja, passt ja auch. Ich meine, nee, Rocky 3 ist von 82, steht hier, stimmt. Aber Rocky 2 ist noch von 79. Also jedenfalls 1976, die erste richtig große Rolle von Stallone. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, Ah tatsächlich. ja, okay. Er hat nicht den Oscar dafür gewonnen, aber der Film hat 3 Oscars mitgenommen. Jetzt müsste ich gucken, wie wird jetzt, bevor ich lüge. Bester Film tatsächlich. Also Rocky hat den besten Film gewonnen, beste Regie und bester Schnitt Ah ja, damals. also Ja. hat er doch was für. Ach so, nee, Regie war nicht er, ne? Regie Nee, war. das war der John G. Avildsen. Ah ja, Was okay. auch immer der sonst gemacht hat, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und nominiert waren sie für 10 Oscars auch noch. Also er war fürs Drehbuch und für Darsteller nominiert. Die Talia Shire war für Darstellerin. Beide. Der hat Karate Kid noch gemacht. Oh, Steht okay. hier. Gut. Musik war auch noch nominiert für das Thema, denke ich, Soundmix und Ja, die. da muss ich aber auch sagen, also ich weiß nicht, ob ich das gleich ansprechen soll oder später, weil musikalisch fand ich den Film sehr, sagen wir mal, interessant, weil du hast irgendwie bis zur ersten Hälfte oder so, hast du so ein Piano-Thema, was so ein bisschen kommt und da war wirklich wenig Musik in dem ganzen Film. Also auch an den Stellen, es gab Stellen, wo ich mir gedacht habe, ne, da hätte jetzt eine Musikuntermalung, wäre da was gewesen, aber die hast du nicht mal Ja, zwingend.
Und also der baut da wirklich, der geht da ganz sparsam mit um. ja, um noch kurz die Oscar-Nominierung abzurunden, da, und die beiden männlichen Nebendarsteller waren auch noch nominiert, die zwei relevanten Rollen. Aber auch die, also darstellertechnisch hat er nichts gewonnen, aber dafür die zwei ganz großen, also Film und Regie und eben noch so ein Trostpreis Schnitt. Ja, also ich habe ja in meinem Leben Rocky alle, also die, wie soll ich sagen, es gibt ja Tatsache sechs richtige Rocky-Filme plus Creed, der ja quasi ein Ableger ist, der sich in die Rocky-Mythologie einfügt, aber eben kein Rocky-Film per se mehr ist. Und die ersten vier gefühlt Rocky-Filme, die gehören in einen großen Block. So Okay. in meiner Wahrnehmung und ich denke den meisten anderen Leuten auch. Rocky 5 kommt zwar gar nicht mal so viel später, da ist nur 5 Jahre Pause, aber Rocky Balboa, der sechste, der kam dann Mitte der 2000er, der ist also sehr viel abgesetzt. Also die ersten vier, die kamen auch sehr oft im Fernsehen. Ich habe die sicher alle öfters gesehen, dachte ich. Aber ich habe das Gefühl, also beim Anschauen jetzt hier von Rocky, Ken hat natürlich keinen einzigen Rocky vorher gesehen. Das war ja wie immer sehr überraschend. Da müssen wir jetzt hier aufräumen. Ja. Und ich habe jetzt beim Anschauen irgendwo das Gefühl gehabt, ich hätte diesen Film doch noch nie gesehen. Das kann fast so nicht sein. Also andersrum, die ersten drei Viertel hätte ich noch nie gesehen. Es kommt mir echt komisch vor, weil Okay. der Hast nicht Schluss. gedacht, dass da so viel drumherum noch ist? Ich meine, ich kenne die Also. Story ja, aber ich kann mich nicht dran erinnern an den ganzen Quatsch, also an den Quatsch, Okay. oder nur so ganz punktuell ein bisschen. Also das mit dem Ding, Pet Shop, mit der Zoohandlung ein bisschen und dieses und das, dieses und jenes und natürlich mit den Fleischklopfen und so. Aber und auch die Pressekonferenz, glaube ich. Aber also im letzten Viertel macht er dann quasi das, was für mich einen Rocky-Film in Erinnerung ausmacht. Und ich meine, zwei ist auch schwer zu sagen, aber drei und vier habe ich wahrscheinlich am besten im Kopf, was natürlich auch an Dolph Lundgren und Mr. T liegt. Aber gut, das sind andere Filme jetzt natürlich. Also Rocky ist ja Tatsache eigentlich wirklich der dauert fast 2 Stunden oder ziemlich genau 2 Stunden. Fast Ja, zwei also Stunden. ja, ich glaube genau 2 Stunden, Ja. glaube ich, waren es. Er lässt sich sehr viel Zeit, gerade am Anfang, um die Figur einzuführen und Das stimmt. er kommt erstmal sehr lang quasi fast schon wie ein Sozialdrama eher rüber. Ja, also der Spotzer, sag ich mal, hat ja an sich bis auf den Anfang, den Schluss und dann so die paar Trainingssequenzen wirklich wenig auftreten, finde ich. Ja, also am Anfang gibt es halt den Kampf, wo dann quasi Rocky ist eben ein Italo-Amerikaner, Rocky Balboa, der halt so, Freestyle-Boxer, der das so für sich macht, ja, der halt als quasi Nebenjob. Amateurboxer so, der nie die Verdient Karriere ja auch hatte. nicht viel Geld dabei. Nö, und dann halt so, sonst an sich halt als Geldeintreiber für irgendwelche zwielichtigen Kredithaie Ja. agiert und dann, ja. Und dann halt begleitet man ihn quasi erstmal die erste halbe Stunde so mit seinem Leben in seine kleine Klitschenbude und in seinem Trainingscenter, wo er seinen Spind verliert wegen, wird es eigentlich am Anfang erklärt? Nee, oder? Ja, weil der quasi der Trainer, der, also hat Der da Mickey, ist ein neuer, ein afroamerikanischer Boxer und der sagt eben, der hat den Platz gebraucht und er ist so das neue junge Talent von morgen. Hm. Und also warum der jetzt genau quasi, also ich weiß nicht mehr, was die exakten Worte waren zum Rocky, aber er hat quasi Platz machen müssen für den, dass der Junge da seinen Spind eben kriegt. Ja, und dann Weil der, er halt. glaubt ja, also zu dem Zeitpunkt glaubt er ja quasi nicht mehr so wirklich an ihm. Das sagt er ja später auch nochmal irgendwann, Ja. dass er gemeint hat, du hast es irgendwie gehabt, aber irgendwie eben nicht genutzt, dein Talent. Ja. Und dann hat halt, dann sieht man Rocky so und der hat, ja, eiert sich rum, schlägt sich halt so durch, ist dann kommt er mal an der Zorne vorbei, wo so ein ganz schüchternes Mädel arbeitet, in die er heimlich ein bisschen verknallt ist. Das ist die Schwester von seinem besten Kumpel. Der beste Kumpel ist so ein cholerischer Der kleiner, Pauli. der Pauli Der ist so. schaut aus wie ein Pauli. Der schaut aus wie der Pauli von. Ich musste an Mafia 1 was denken. Also irgendwie so ein bisschen an dem Pauli. Bei dem. Na gut, wer weiß, ob da eine Inspiration vorliegt. Das erste habe ich nicht gespielt, deswegen kann ich da Ah, jetzt Schande nichts. auf dich. Das war ja auch das Beste. Alle anderen beiden kannst du ja vergessen. Das dritte habe ich auch noch nicht gespielt. Ich kenne eigentlich nur das zweite Ich hätte wirklich, mir aber. gewünscht, dass die Mafia 1 mal verfilmt hätten. Das wäre so ein guter Film gewesen.
Möglich. Also jedenfalls der halt so Kollege, der wohnt mit seiner Schwester zusammen und sie ist halt die super schüchterne Dings Mauerblümchen eigentlich in der Zone und sagt sich kaum was zu sagen und dann halt dann irgendwie verkuppelt er sie halt, also Rocky und seine Schwester, die Adrian, ganz wichtig, Genau, Adrian. an Thanksgiving. Ja. Und das geht halt auch alles so sehr, sehr unbeholfen und schüchtern und dann ja, also. Aber er ist ja auch ein ganzer Süßer. Also er setzt sich ja dann dafür ein, an ihrem quasi ersten Date, dass sie in der geschlossenen Eishalle nochmal laufen darf für 10 Minuten. Genau, weil sie gerne Schlittschuh laufen täte und eigentlich ist der Ring ja zu, aber dann besticht er Ja, halt es quasi, ist ja Thanksgiving. überzeugt er den Zamboni-Fahrer, also den Eispfleger. Und so, Ja. ja, dann erzählt er halt ein bisschen von seinem Leben und so. Also, was mir auch gut auf, ich Erklär habe. dir, was eine Southpaw ist, woher das Wort kommt. Richtig, das spielt ja auch noch eine Rolle dann für einige Aspekte. Er ist also quasi ein Linksausleger beim Boxen und das ist eher unüblicher und nicht so gern gesehen bei den anderen Boxern, weil man sich da halt natürlich so gesondert drauf einstellen muss, quasi. Also was mir aufgefallen ist natürlich auch, ich habe den Film jetzt tatsächlich das erste Mal auf Englisch angeschaut. Und Ja, ich habe am Anfang auch kurz gedacht, so, boah, scheiße, weil es gab keine Untertitel, ob ich umschalten soll oder nicht, aber ich habe es dann doch durchgestanden und habe dann ein bisschen laut gedreht und stellenweise, wenn das ganze Geschrei wieder losging, musste ich dann wieder runterdrehen. Ja. Also es ist nicht einfach, weil Stallone an sich nuschelt ja auch also er nuschelt in der deutschen Synchro, weil das ist originalgetreu, weil er im Original auch ordentlich so ein bisschen vor sich hin nuschelt. Und die Ja. anderen Leute, Mickey vor Liegt allem ja an auch, seiner Gesichtslähmung so ein bisschen. ja. Also die ist da, glaube ich, teils mit Schuld. Ja, und die sind da auch schon viele eher nicht, also nicht so super gut. Die klare Aussprache ist nicht so sehr die Pforte dieses Films. Und Nee, das auch beim nicht. Rumschreien und wenn es lauter wird. Also, ich meine, wenn man den auf Deutsch gesehen hat, kann man natürlich auch gut auf Deutsch weiter anschauen, weil Stallone, die Synchrostimme, ist mir ja auch gewohnt, logischerweise. Also, es ist auf jeden Fall, macht das Leben einfacher. Das kann ich schon mal guten Gewissens sagen. Das ist kein Thema. Also, er erzählt da halt die Geschichte und dann kommen sie sich doch ein bisschen näher und alles ganz zaghaft und vorsichtig ja, und dann geht der Film plätschert halt so vor sich hin. Ich glaube, er hat mal ein bisschen einen Durchhänger, oder? Ja, das bis es halt dann so ein bisschen aufbaut. Das ist halt wirklich sehr viel so alles Rocky, Rocky, Rocky. Und dann geht's ja quasi damit los, dass dieser eine, ich weiß nicht genau, was das für ein Kerl ist, der da irgendwie eine bestimmte Boxveranstaltung quasi machen will. Und da geht's quasi um den Titel. Ja, also es geht Und um er sucht den. einen passenden Challenger Richtig, dafür der auch. United States Bicentennial in Philadelphia soll da die 200-Jahres-Feier von den Vereinigten Staaten, die da ja waren, 76, Ja. 75, wie auch immer, zum Neujahrstag 76, so war's. Und da soll halt Apollo Creed, also der aktuelle Heavyweight-Champion, der Carl Weathers, das ist eben der Champion, der weltgewandte schwarze Boxer, der halt so sich gut verkaufen kann, halt, ja, so ein bisschen Ali-mäßig. Und der hatte eigentlich auch einen Gegner, aber der fällt dann verletzungsbedingt aus und dann sind sie Ja. alle, oh Scheiße, was nun? Und dann sagt er, okay, mach mal doch jetzt da quasi ein PR-Stunt für mich ein Such bisschen mal draus. lokal wen aus, Suchen wir ein lokales passt. Talent und dann sagt er, oh, nehmen wir mal, und dann sagt er, hier, Rocky, den finde ich cool, der hat einen coolen Spitznamen, seinen Italian Stallion. Und dann Richtig. Linksausleger ist er auch noch, das ist ein bisschen ungewöhnlich, das machen wir doch Er hat einfach. gemeint, die Medien würden darauf abfahren, auf den Namen eben. Genau. Also das ist gu gute PR mit dem. Und Ja. dann Rocky meint zuerst, wie ihm das mitgeteilt wird, er soll ja jetzt als Sparringpartner antreten, aber nö, sagen Boxen, der so, wie? Was? Und dann lässt er sich halt überzeugen. Und dann fängt er halt mal trainieren an. Und das ist halt so, das ist dann die erste Trainingsmontage ein bisschen. Da geht's dann los, in aller Herrgott früh haut er sich erstmal 5 Eier in den Ja. Mixer und roh fünf Nee, rohe nicht Eier. mal nicht mal Nee, Mixer, ins einfach Glas einfach, ins ja. Glas Und da und sieht man auch, er haut gefilmt. dann also nacheinander 5 Eier ins Glas und schluckt es dann komplett runter. Und haben wir auch gedacht, lecker. Ja, das ist ja hier für die ganzen Nährstoffe. Es Ja. soll auch ein gutes Katerfrühstück sein. Ich habe es noch Ja. nicht ausprobiert. Nö, das kann gut Wenn sein, man also. nichts mehr im Magen hat, einfach Ja. früh ein paar rohe Eier reinhauen. Ich frage mich, dass das überhaupt drin bleibt, weil Ja, es irgendwie. schmeckt ganz lecker, garantiert. Ja, nicht mal vom Geschmack her, sondern dass der Körper einfach nicht drauf reagiert, Ja. vielleicht. Und
Ja, und dann geht er halt auf seinen ersten Jogging-Run zum Fit machen und läuft dann so durch die Stadt, sieht man so zu und dann ist er halt, und dann kommt er an diese berühmten ikonischen Treppen am, wo auch immer. Also irgendwo Philadelphia, ganz wichtig, peinlich. Ja, ich weiß auch nicht genau, was das war. Ich glaube, das steht hier auch nirgendwo. Ich glaube schon, Du, 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 du. oder? Hier, die am Philadelphia Museum of Art, genau, die Ah, Stufen, okay. die dann aufgehen, da rennt er dann hoch, aber ist halt total erschöpft. Er so, Ist komplett Schnauf, fertig hier. ist fertig und so. Dann geht's halt, zieht sich's weiter ein bisschen und dann geht's wieder los und dann kommt er mal, der Pauli organisiert ihm quasi, dass er der arbeitet im Schlachthof, da darf dann Rocky auf die Fleischhelfen dreschen. Bricht die Rippen. Und bis die Rippen vom Fleisch kaputt und wird dann auch mal interviewt von einer Reporterin irgendwie, das war aber später, glaube ich mal. Ja, die ist dann kurz dabei, weil Ja. der Pauli die ganze Zeit quasi Aufmerksamkeit im Ja. Hintergrund Und dann will. halt, ja, und dann, also und sein Trainingscenter-Chefe, der alte Mickey, der kommt dann mal zu ihm und will ihn überreden, dass er sein Manager wird. Kommt dann halt auch raus, dass der halt auch, der hatte mal tatsächlich eine Art Karriere und möchte jetzt halt auch da quasi sein Wissen weitergeben und halt Rocky helfen, weil er eigentlich so enttäuscht war, dass der aus seinem Potenzial nie was gemacht hat. Da gibt es auch kurz so nach dem Motto, Rocky sagt, hä, zuerst willst du mich nicht haben und jetzt willst du quasi auf mal bei mir dranhängen und dann geht er und ist ganz deprimiert und Rocky kommt dann doch hinterher und dann finden sie doch zusammen und der trainiert ihn dann halt quasi auch. Genau. Und ja, und dann, ja, wie ging es denn eigentlich weiter? Dann wird Fand ich halt ein ne bisschen seltsam, zwar den Umsprung auf einmal von sich gegenseitig anschreien und dann ist doch wieder alles cool. Ja. Aber gut. Ja, quasi die trainieren dann und dann hat man ja, glaube ich, auch nochmal die Szene, wie er da die Stufen hochläuft, wo er dann fitter ist. Ich Ja, glaube, also das sollte so ein bisschen auch darstellen, so wie er das alleine halt macht und dann wie er halt dann doch die Unterstützung von anderen ein ja, also bisschen aufnimmt. zum einen das, also natürlich seine Beziehung mit Adrian wird auch immer wieder mal ins Bild gerückt und sie wird ja auch zunehmend dann die, also sie hat am Anfang so eine ganz komische alte Brille auf, wo sie dann total duckmäusig aussieht und ohne ist die eigentlich die Frau ja eigentlich auch ganz hübsch, die Talia Shire, die, wenn man Ja. nachguckt, das ist die Schwester von Francis Ford Coppola. Die kommt aus der Coppola-Familie, ist die Tante von unter anderem Nicolas Cage Ah ja, und noch Tante. und Sophia Coppola und natürlich so also große Coppola-Familie. Ja, und die ist halt, und sie sagt dann auch ein bisschen mehr. Am Anfang kriegt sie kaum mal den Mund auf und ist dann nur ganz leise nur. Aber Ja, wird und sie ist. hat ja auch, also sie zieht sich dann ja auch hübscher an und so. Sie Ja. möchte ja dann ein bisschen die Aufmerksamkeit auch von Rocky haben, obwohl er dann so ganz einen auf Zölibat macht, weil Training, da Ja. darf man keinen Kontakt haben Ja. zu Frauen irgendwie, wie auch immer, weil man muss ja stark bleiben. Ja. Und Frauen machen die Beine weich, Ja. sagen sie. Und der Pauly ist zwischendurch mal auch ganz stinkig, weil er quasi weil Rocky ihm nicht helfen will, beim Kredithai anzuheuern und halt und dafür seine Schwester, die er ja durchgezogen hat im Leben und sie meint dann, sie schreit ihn dann mal an, das ist völliger Quatsch, so ungefähr, du hast mich quasi klein gehalten, Drama halt. Also Tatsache ist, der Film geht halt wirklich 1,5 Stunden lang in die Richtung und dann, wo es Richtung Kampf geht, dann geht es plötzlich mehr so in Richtung, eigentlich relativ abrupt und dann, jetzt sind wir ein richtiger Sportfilm. Ja, Dann. da wird es dann schön in Szene gesetzt, das ganze Opening und wie sie einlaufen und so Nee, da weiter sind und wir ja noch dann. nicht, aber nicht ganz. Also, da geht es erstmal eben seine Training, vorhin angesprochen, sein Trainingsfortschritt quasi, weil auch, ich glaube, beim ersten Mal doch auch, läuft da die Musik auch schon beim ersten Mal, wo er joggt? Am Schluss, glaube ich, Ja, dachte ich. weiß ich nicht mehr so. Ich glaube ein bisschen. Aber halt, wie er dann richtig trainiert, dann rennen dann auch die Kinder mit ein bisschen, so als Begleitung, weil sie ja ihr Held quasi, ihr Ja, und alle Local schreien hier Hero. Rocky, Rocky und Ja, so. und dann spielt halt das berühmte Rocky-Thema. So, der Genau. jetzt im Moment Namen. Ba-ba-ba. Gonna fly now. Also, ich habe irgendwo. Also wer jemals einen Rocky-Film gehört, gesehen hat, der kennt das natürlich. Ich habe es irgendwie im Ohr, dass es schneller und noch ein bisschen wuchtiger ist, aber es mag sein, dass sie das in den späteren Filmen noch ein bisschen
modernisiert haben, sage ich jetzt mal, eben schneller gemacht haben. Also das ist dann halt so die Trainingsmontage und dann sprintet er auch super locker die Stufen hoch und am oben direkt dann die Arme und dreht sich so Richtung Stadt um und das ist so das voll ikonische Bild. Mhm. Was auch lustig ist, die Tage hat es bei Facebook, irgendjemand hat auch, er war da im Urlaub und hat dann halt natürlich auch dieses Foto von sich geschossen und so. Ich stehe auf den Stufen und recke die Arme, ja, das passt natürlich. ja, ganz groß und das und dann kriegt er kurz eine Krise vor dem Kampf und am Abend vorher ist er ein bisschen deprimiert, weil er ja weiß, eigentlich hat er gar keine Chance. Mhm, genau. Und dann sagt die Adrian doch, probier einfach dein Bestes und das reicht schon so sinngemäß. Also das ist dann ein bisschen konventionell. Das Ganze, aber ist ja, was ja nicht schlimm sein muss. Und dann geht's halt, ja, dann kommt halt das große Finale vom Film, ist halt der Kampf. Und das der ist halt der Endkampf dann. Ganz groß inszeniert. Rocky geht halt, kommt halt relativ normal in den Ring. Apollo kommt dann. Apollo ist ja, also er ist ja kein Bösewicht. Bei Rocky 1, es gibt keinen Bösewicht. Ja, es ist halt quasi der Gegner. Nö, es ist halt der Gegner, der halt ein bisschen. Er ist sehr selbstbewusst, Grenzen an Arroganz, aber er ist niemals böse, nix. Nee, er ist die waren tatsächlich auch den ganzen Kampf über, also haben sie sich ja beide relativ trotzdem auch sportlich verhalten, auch wenn sie noch so zu geprügelt aussahen. Genau. Also haben sich respektiert, und wobei am Anfang, also geht der Einmarsch und dann Apollo kommt halt ganz groß, Riesenshow kommt rein als, was war's? Uncle Sam. Zuerst ist George Washington so auf dem Wagen und dann als Uncle Sam mit diesem großen Hut im Ring und Stars and Stripes Hose und alles und Riesengedöns. Und am Anfang unterschätzt der Rocky halt dann doch und der erwischt ihn mal richtig gut mit einem linken Haken, genau, an den Rippen. Ja, und dann geht er echt tatsächlich mal zu Boden. Und dann geht's aber. Das ist ganz am Anfang, genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch schon die Rippen sind. Die kommen erst später, ja, wo er ihn dann seitlich erwischt. Aber am Anfang geht er auf jeden Fall zu Boden. Nee, am Anfang stimmt. Am Anfang kriegt er, glaube ich, einen ins Gesicht und fällt halt dann um. Ja. Und dann nimmt er ernster. Und dann halt geht's halt, dann merkst du auch, Apollo ist der bessere Boxer. Natürlich erfahrener der Boxer. Und ich verstehe auch nicht, warum der Rocky, der deckt ja so gar nicht. Mhm. Irgendwie. Der hält die Arme, also den kompletten Kampf über immer unten und deckt sein Gesicht nicht, sondern versucht immer so auszuweichen. Er ist also recht, er ist quasi, wirkt so ein bisschen überfordert. Wobei auch hier auch wichtig der Punkt, er erzählt mal Adrian irgendwann mal hier, ich habe x Kämpfe, aber meine Nase ist immer noch ganz. Genau. Und die geht hier im Kampf, da kriegt er sie, da bricht er sie ihm und das Auge schwillt auch ganz fies zu. Das ist eine ziemlich fiese Szene, weil er kurz vor Schluss, seine Augen sind total zugeschwollen und er sagt, ihr müsst mir die Brauen aufschneiden und dann kommt da so ein Schwall Blut raus, damit er halt eben die Schwellung ein bisschen runtergeht und er noch was sehen kann. Echt? War das Aufschneiden? Ich dachte, das ist irgendwie, dass der da was drauf tut. Nee, der hat dem also quasi mit einem Skalpell oder so einen Schnitt, damit das Blut rausgehen kann. Und ich weiß jetzt, ist schwer ich glaube, mich wage zu erinnern, ist nicht mal ein Klitschko-Kampf abgebrochen worden, weil er auch so die Braue kaputt war vor ein paar Jahren? Weiß ich nicht genau. Ich glaube ja, dass dann technisches K.O. quasi wegen Verletzung war. Also wenn man das so sieht, das kann man sich, eigentlich ist der Boxkampf schon nur weitgehend realistisch inszeniert, also ein bisschen arg. Der schaut schon ganz heftig aus. Also ist zwar schon geht schon ins Martialische nahe und so, ob man im echten Leben nicht längst abgebrochen hätte in so einer Situation, aber da ist es schon noch ganz okay, aber also jedenfalls im echten Leben, ich glaube, wenn jemand so blutet, also gerade heutzutage wird garantiert wird man den nimmer in den Ring lassen, wenn er so wie er schwal. Vor allem bei einer großen Veranstaltung auf jeden Fall. Also die bluten auch beide ziemlich ordentlich und Rocky sagt auch, im Endeffekt hat er auch am Abend vorher, sagt er auch noch, ich weiß, ich kann nicht gewinnen, ich möchte aber über die volle Distanz gehen. Mhm. Und Tatsache. Ja, er steht ja auch dann immer wieder auf und fordert quasi den Apollo immer wieder raus. Ja. Und Tatsache ist auch, am Schluss, es gerade so. Also er schafft es durch. Er sagt doch dann irgendwas, also quasi Rocky sagt irgendwas mit quasi Rematch und bla bla bla. Also sagen beide. Dein Rematch und dann sagt der,
Ich glaube, ich war mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der Apollo ist es, der dann meint, er möchte kein Rematch. Ne, ich habe hier nachgelesen, weil ich es auch so schlecht verstanden habe. Und dann, ich habe dann nicht, ich hätte einfach mal zurück, ich habe es auf Blu-ray. Hier kurz die Info: Ich habe mir die Blu-ray-Box mal gekauft, die wirklich günstig zu haben ist. Die ersten 6 Filme für 20, 25 € oder so. Die sind nicht alle super qualitativ geremastert, aber der erste passt für seine Zeit auf jeden Fall schon. Ich habe auch vage im Kopf, dass der deutsche Ton hier und da schlecht sein soll, aber das kann ich jetzt nicht beschwören, weil ich die anderen auch noch nicht neu gesehen habe. Und auf Amazon gibt es alle 6 Original-Rockies aktuell zum Streamen in Prime. Also ich habe nachgelesen, das heißt, beide sagen sich gegenseitig, wir wollen keinen Rückkampf. Also beide sagen keinen Rückkampf, das ist One and Done quasi, was natürlich, wie jeder weiß, der die Fortsetzung kennt, dabei ist es dann doch nicht geblieben. Logisch. Jedenfalls, und hier, ja, kommt es halt durch und am Schluss ist halt rum und alle, und dann gibt's einen riesen Kuddelmuddel. Also da sagt, da ist wirklich Chaos im Ring gefühlt Ja. und dann Adrian drängelt sich zum Ring durch, weil Rocky immer schreit, Adrian, wo bist du? So Das Einzige, ungefähr. was er sagt, Ja, keine Interviews, kein nix, er will will bloß sich sie irgendwie sehen. umarmen und aber im Hintergrund kriegt man doch mit, Apollo hat den Kampf mit einem 2:1 Richterstimmen doch gewonnen. Ja, Aber weil er dann quasi irgendwie so ja schreit. Da war ja auch ein bisschen verwirrt am ja, Schluss. also es ist, aber Rocky ist das an sich eh wurscht, weil ja Adrian, und außerdem hat er ja sein Ziel, das er sich vorgenommen hat, das hat er geschafft, einen über die Distanz zu gehen, und das Ja. war gut genug. Ja, und das war dann eigentlich der Ja, Film, also ne? der Film endet ja dann quasi auf der Note, dass sie ja dann in den Ring kommen. Dann sagen sie beide, ach, ich liebe dich. Und dann, ich finde, es ist ein bisschen abrupt dann, das Ende. Also, Ja, ich mein meine. klar, also es gibt so keine Ausgangssequenz irgendwie, sondern sie kommt halt im Ring, sagt, ich liebe dich und er auch und dann war's das. Ja, kann man sehr wohl so sagen. Vor allem, man merkt halt der Kontrast zwischen dem ersten, ja, ersten 3 Vierteln quasi und dem letzten Viertel. Am Anfang geht alles sehr, sehr langsam, Ja. zäh, neigt schon manchmal fast ein bisschen zäh zu sein. Also hätte man ein bisschen dynamischer, flotter hätte es zurück sein können. Also Aber mir war es, um ehrlich zu sein, irgendwie aber so, glaube ich, lieber, als wenn es jetzt den ganzen Film über nur um die Boxerei gegangen wäre. ja, das sind ja die Weil späteren er Filme eher so quasi. als Rocky halt auch irgendwie eine interessante Person ist. Also Das es ist fängt halt richtig. schon an Ja. bei seinem zugemüllten Apartment und so weiter. Ja, also in den späteren Filmen gibt es, soweit ich mich jetzt noch entsinnen kann, natürlich, wie gesagt, auch, ich habe sie oft gesehen, einige zumindest, aber es ist eine gute, ziemlich lange her, dass ich es das letzte Mal gesehen habe. Da ist nicht mehr so viel Downtime, aber der Charakter wird ja im ersten Teil quasi eingeführt. Das passt ja dann soweit auch. Ja. Also, aber ich finde halt, dass dann der hinten nach, ab da, wo es dann quasi sportlich wird, dann geht's, da finde ich dann, der Tempowechsel, den finde ich ein Es bisschen ist ein bisschen so eigen. zack auf zack dann, Ja, ja. und dann eben Also am alles. meisten hat mich auch einfach das Ende gestört, weil das so plötzlich war. Ich hätte da wirklich noch irgendwie so ein und jetzt lebten sie so glücklich für alle Tage Ende noch erwartet am Schluss. Einfach um zu sehen, wie es dann direkt weitergeht. Also, und halt, was mir auch nochmal eben aufgefallen ist, musikalisch gibt es in dem Film gefühlt eigentlich nur dieses ganz berühmte Thema und sonst kaum was. Und die späteren Filme haben halt alle, ja, alle ist gelogen, aber zumindest drei, zwei und drei, ich muss jetzt nachgucken, ob es im zweiten ist. Also Eye of the Tiger im dritten auf jeden Fall, das kennt man halt einfach. Und Burning Heart war, glaube ich, jetzt muss ich gucken, im zweiten. Das weiß nicht, auch Survivor Musik, da haben wir es doch, genau. Nee, nee, Ich nee. war, also er ist wirklich auf jeden Fall sparsam umgegangen. Was ich ganz interessant war, weil es waren wirklich viele Szenen, wo ich mir dachte, dass da so ein bisschen Tüdelei eigentlich angedacht wäre, aber hat man einfach nicht gemacht. Und das hat wirklich so auch den Fokus dann auf Dialoge und so weiter gelegt. Ja, also es ist schon, wenn man es nicht wüsste, dann, also, oder dann so sieht, wundert man sich drüber. Ich bin hier gerade im Hintergrund ein bisschen am Soundtrack eruieren und wundere mich gerade, dass ich es auf der IMDb wieder nicht finde. Soundtracks. Ich tue mir echt schwer. War das alles im dritten Teil, die Musik, die man so kennt? Oder war es im vierten dann? Ich habe ein zweites Lied und möchte jetzt ungern einen Titelnamen nennen, der dann völlig verkehrt ist. Soundtracks. Die Nationalhymne der USA. Eye of the Tiger ist ja klar. Survivor, das kennt man ja. Living in America. Burning Heart, doch eben. Das auch von Survivor. Das sind so Sachen, die ganz ikonisch auch mit Rocky assoziiert sind, aber erst ab Teil 2 oder 3.
Also, oder noch später womöglich. Ich könnte jetzt eben nicht sagen, wo Burning Heart das erste Mal auftaucht. Aber im ersten gibt es eben nur dieses ganz, ganz, ganz bekannte Thema, das sich, ich würde auch sagen, zieht sich durch alle Rockies. Das stimmt aber wahrscheinlich wieder nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. So, das verbinde ich so mit Rocky. Ja, das ist eben das Instrumentale mit dem bisschen Chor, der dann kommt. Ja, Genau. also schon ein ja, schöner. Also es ist ein guter Film. Ich finde aber, also er ist halt sperriger wie die späteren, logisch, die dann mehr auf Hollywood-Massengeschmack und halt eben, wenn dann Ivan Drago da ist. Also wenn ich jetzt sage, die erste große Lundberg-Rolle, das könnte sogar stimmen. Lundgren natürlich, nicht Lundberg. Und Mr. T natürlich auch, das waren halt auch Gesichter, Charaktere. Ja, tatsächlich, das war Rocky 4 und A View to a Kill waren die ersten Lundgren-Filme. Lustig. Ich wusste gar, dass der in James Bond auch dabei war. Jedenfalls, ja, hier eben, es gibt keinen Bösen in dem Sinn. Was aber auch nicht fehlt, finde ich. Nö, Also. also er ist einfach nur ein anderer Film. Der zweite geht dann halt mit konventionelleren Sachen weiter, aber das gehört ja eben nicht zum ersten. Aber ja, also er war interessant. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal so schnell wieder sehen muss. Ich habe allerdings schon Bock auf die anderen mal wieder. Weil. Ja, also noch mal gucken muss ich ihn jetzt nicht. Aber also dafür, dass es ein Boxfilm war, wo ich eigentlich eh nicht so heiß immer drauf bin, weil ich nicht so viel damit zu tun habe. Aber dadurch, dass es halt doch eher so ein bisschen mehr in die Drama-Richtung ging und man von dem Sport bis auf den großen Endkampf so auf und den Anfang vielleicht verschont blieb, fand ich das dann doch ganz unterhaltsam. Ja, also. Weil der Rocky an sich eben halt eher interessanter Kerl ist. Ja, eben. Also man, und wenn man halt auch Stallone, dass der halt auch einen Charakter Ja. rüberbringen kann und nicht bloß Actionheld ist, das ist, vergisst man ja auch gerne mal. Ich meine, heutzutage braucht man nicht rumtun. Expendables, da gibt's nichts an. Das ist so eindimensional. Wenn man es quer halten tät, wäre es ein Strich in der Landschaft. Ha. Nee, also das. Ja, nee, also das und natürlich Rambo, gut, hatten wir ja vor ein paar Folgen mal, der erste Rambo ist ja auch netten, Genau. der hat ja auch Tiefen, also Der hatte ja auch ein paar Charakterzüge gehabt, auf jeden Fall. Tiefgang ist auch ein schwieriger Ausdruck, aber ja, hat eben Charakterzüge. Nee, also Rocky, auch technisch hier, mein Bild ist halt, wie es ist. Es ist ein 40 Jahre alter Film fast. Nee, fast, ist über 40 Jahre alt. Die Qualität auf Blu-ray ist okay, ich würde ihn fast, also vergleichbar mit Top Gun im Sinne von Grieseln, aber besser als Top Gun, was aber sicher auch dran liegt, dass es halt nicht so, es ist auch eher mehr ein dunklerer, es spielt viel in der Nacht, abends oder halt in, es ist kein strahlender Film. Es gibt eigentlich, außer vielleicht beim Boxkampf dann, eigentlich kaum mal, ja, bunt, hell, fröhlich gibt es eigentlich ziemlich wenig in dem Das Film. stimmt. Klar, Aber ist. er hat nicht irgendwie so eine drückende Atmosphäre Ja, dadurch. nee, Ton kann ich jetzt auch nichts, also ich meine, ist ja auch, weil es ja an sich Ja, quasi, Ton ist halt alt und Musik ist ja, wenig. wobei, also er hat einen 5.1 Mix auf Englisch, aber ich könnte jetzt Okay. auch nicht sagen, ob der in irgendeiner Form, er ist mir nicht weiter aufgefallen, aber es ist bei ihm sehr, er ist ja sehr dialoglastig und was soll da auch Das stimmt. großartig an Sound aufschlagen? Ich meine, beim Boxen könnte sein, da weiß ich nicht, ob jetzt die Arena räumlich geklungen hat, habe ich leider vergessen. Extras kann ich jetzt gerade auch nicht Ja, das war sagen. also was bei mir halt beim Endkampf aufgefallen ist, da war halt wirklich viel quasi Publikumsgeschnatter und so weiter und es war halt sehr laut und du hast dann also wirklich die Stimmen und der Dialog, der dann da war, den hat man gar nicht mehr so gut verstanden. Ja, das gerade auf Englisch, da ist schon schwierig. Was eh schon genau schwierig ist. Ich weiß natürlich nicht, wie viel von den ganzen Rundumaufnahmen, die da irgendwie haben, für Ich weiß auch nicht genau, wie die das dann rausnehmen. Ich frag mich eh mal, das müsst, ich habe mich nur zugegeben nie groß mit befasst, wenn man Mono-Soundtrack, wie man den auf Surround hochmopsen kann, dann muss man ja massiv Zeug dazu batschen, weil wie will man eine Monotonspur so auseinanderpfriemeln? Das kann doch alles bloß künstlich Ja, artifiziell wahrscheinlich gemacht senken sie werden. an den Stellen, wo die Ami-Leute was reden, das runter in der Lautstärke und dann legen sie das Deutsche irgendwie drüber oder so, Ja, nee, um das. zumindest ein bisschen was zu haben. Ja, nee, das, also gut, Das da stimmt die nicht. deutsche Tonspur wird,
Ich weiß ja gar nicht, was es ist, aber nee, aber ich meine schon Originalton, wie man aus dem Original Monoton dann irgendwie sowas So. rausfriemelt, weil ich nicht mehr vorstellen kann, dass in den Archiven nur 40, vor 40 Jahren so zig Spurbänder, wo alles einzeln drauf ist, aber mei, ist ja auch wurscht. Nee, also technisch, man kann ihn auf jeden Fall nur anschauen, ohne Augenkrebs zu kriegen oder Ohrenkrebs anzukriegen Das durch auf den jeden Ton, Fall, ja. aber ja, also Wunderwerke sollte man sich nicht erwarten, aber muss es ja auch nicht sein. Nö, also war eigentlich schon ganz ordentlich. Unterhaltsame Sportdrama. Ja, mit viel, viel jenseits des reinen Sportdramas Genau, quasi. mit Gut, viel dann, Drama. ja, haben wir Rocky gesehen. Nochmal zum Abschluss, gibt es auf Blu-ray in einem günstigen Bundle, üblicherweise mit den anderen reinen Rocky-Filmen, also so eine Sechser-Box, die auch Und recht kompakt ist. aktuell auch noch auf Amazon Prime. Genau, auch und auf Amazon Prime auch mit Originalton, wenn man dann möchte, aber zum Aber ohne Untertitel, das muss man dazu sagen. ja, ich weiß gar nicht, Also wie auch. Untertitel waren, also zumindest auf Englisch waren keine. Nee. Aber ich denke, dann gab es gar keine. Gute Frage, wie es bei Filmen und Amazon mit Untertiteln, habe ich nie so genau. Ich weiß, dass es hier und da welche gibt, aber ich glaube eher seltener. Aber egal. Seltener. Also es tut nicht weh, den Film auf Deutsch anzuschauen, sagen wir es mal so. Gut. Ja, dann haben wir Rocky ausgenockt quasi. Haha. Richtig. So, dann sind wir fertig mit Rocky. Ich hoffe, es hat jemand einigermaßen unterhalten. Ein paar Leute vielleicht. Schauen wir mal. Guck mal. So, und jetzt, weil wer sich gefragt haben sollte, also, und ich, na ja, gut, wer jetzt abgeschaltet hat, der kriegt es eh nicht mit, hat Pech gehabt. Wer sich jetzt fragt, wieso haben wir ein paar Leute nach hinten verschoben, dann ist das relativ einfach, weil ihre Zuschriften drehen sich um das Thema, das ich jetzt hier ein bisschen ausführlicher plattwalzen will, werde, muss, wie auch immer. Nämlich, Paul Bearer meint, er wünscht uns noch ein gutes Jahr, wenn es nicht zu spät ist. Nö, ne, ist immer gut, wir sind noch Nö, voll genug. ist in Ordnung. Ja. Und er meint, er sagt, er hat die neueste Episode zwar angehört und will das auch in diesem Jahr. Hast du gerade Musik im Ja, Hintergrund? hier geht schon irgendwie irgendwas wieder ab. Hier sind Na, voll sehr gut. die Lalü, Feuerwehr und lalü. Gut. Polizei unterwegs. Jo. Er hat die neueste Folge zwar angehört und will das auch in diesem Jahr beibehalten, nur fallen ihm absolut keine Fragen oder Anmerkungen ein. Ja, das merke ich, sag ich mal so, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Tatsache ist, offensichtlich geht es sehr vielen Leuten so. Wir wissen ja vereinzelt, dass Leute sagen, wir hören euch gerne zu, aber wir wissen auch nicht, was wir fragen sollen. Bis auf die ganz Hardcore-Leute, also in dem Fall primär Tokio. Hallo, danke Tokio. Und Mücke hatte ein Comeback, ein kurzes hier wieder eingeschoben. Auch danke dafür. Es war nichts los diesmal. Man sieht es ja. Ist halt so. Ja. Gut. Muss man hinnehmen, muss man akzeptieren, ist so. Wir können es nicht ändern. Tatsächlich ist nur, wenn wir keine Vorlagen haben, dann ist es halt auch schwierig, Ich spontan meine, viel über wir haben irgendwas zu den reden. letzten, der letzte, der war jetzt quasi ja auch schon, Ein bisschen weniger, ja. also war ja jetzt quasi jetzt auch schon 2 Wochen Zeit und es kam was zusammen. Ja. Und also vielleicht, ich weiß ja nicht, ob sich das dann anbietet, wenn wir es dann auf alle 2 Wochen, ob es dann eben reicht. Ja. Ob das reichen würde. Aber gut, Ja. lassen wir das mal so stehen. Mücke wiederum meint auch, PS, die nächsten Casts dürfen wieder länger sein. Er hat einige lange Flugreisen vor sich und das Unterhaltungsangebot der Lufthansa ist nur durchschnittlich. Auch das glaube ich dir. Wobei mein letzter Flug war, meine ich, Lufthansa, es ging schon. Aber ist natürlich, man merkt schon, wenn man öfters fliegt dann so oft, ändert sich das Programm halt auch wieder nicht. Ich hatte auch mal innerhalb von 4 Wochen zwei Überseeflüge und da war dann beides mal das Gleiche. Dann wird es natürlich knapp. Nein, also der Punkt ist, ihr seht ja, wer tatsächlich aktiv hier mitwirkt und nicht nur konsumiert, ist kein Vorwurf, ist halt nur so. Tatsache, es ist wenig los und ja, was soll man tun? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ja. Und deswegen habe ich mit Ken, wir sind so verblieben, wir schmeißen hier jetzt einfach mal eine Pause rein. Und ich weiß auch momentan nicht, wie lang. Also Ken meint alle 2 Wochen, das könnten wir machen, aber Ich meine, man kann es natürlich auch so machen, dass man es einfach dann wirklich spontan macht und ja. schaut, wenn dann genug eben da ist, dass man sich dann wieder zusammenfindet. Ja, ist halt auch ein bisschen schwierig. Sie sagen, stellt Fragen, wir werden sie irgendwann beantworten. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil wir wirklich Stand jetzt, kann ich für mich sagen, ich rede sehr gern mit Ken, das ist überhaupt kein Problem.
Das Thema an sich, ich finde über Filme reden auch immer noch gut, auch mit anderen Leuten drüber reden, nicht nur selber, wie meine Filmquickies sind ja ein anderes Konzept. Die gibt es halt auch. Es ist ein Ist halt bisschen, schnell. ja, es ist ein bisschen schwierig gerade. Ich habe momentan, mir fehlt auch ein bisschen der, wie soll ich sagen, die Lust, die Energie, der Wille, das so Dass es sich lohnt und halt auch diszipliniert irgendwie. durchzuziehen. Das hat auch nur, also es hat, bevor jemand auf die Idee kommt, nein, es hat nicht, niemand hat es mir gesagt, ich muss jetzt wieder aufhören. Nein, ist es nicht. Das ist jetzt wirklich mein eigenes Ding hier in dem Fall. Und ich möchte Ken auch nicht über Gebühr stressen, weil also er ist ja immer ein williges Opfer bis dato Ein williges Opfer. und wir machen es ja auch wirklich gern, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Momentan wirkt halt die Ermüdungserscheinung, gibt es wohl nicht nur bei mir, sondern auch ein bisschen bei euch da draußen. Ich finde es natürlich schade für die paar Leute, die wirklich wacker aktiv dabei sind, die jetzt quasi mit drunter leiden müssen, dass ich hier Ja, gerade. das stimmt. Es tut mir leid für euch, aber es ist halt momentan ein bisschen schwierig. Ich habe auch die Erfahrung lehrt, wer meine Podcasts und sonstige Erlebnisse länger verfolgt, der weiß auch, dass es immer wieder mal Phasen gibt, wo halt mal nichts geht und dann bin ich wieder Ja. hochmotiviert eine Weile lang. Jetzt sind wir halt wieder in der Phase, wo erstmal weniger geht. Ja, es ist halt wirklich schade, wenn dann halt nur so ein, zwei Leute, also wenn man das dann so macht und dann stehen halt nur ein, zwei, drei Kommentare von denselben Leuten immer da und das sind halt nur für die, so schön es auch ist, dass man dann dabei ist, es ist halt wirklich dann wenig Input, wie du schon gesagt hast. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es sind ja auch in letzter Zeit, Man wer. möchte die ja auch nicht bestrafen. Das Nee, ist ich ja möchte. das. Also, ich sag mal so, wenn es da. Also, der Aufwand für diesen Podcast, der ist halt auch einfach ein bisschen. Er ist jetzt nicht furchtbar viel, aber er ist halt größer. Wir müssen beide den Film anschauen. Wir müssen. Und Also bei auch. mir geht persönlich immer halt entweder ein später Nachmittag oder je nachdem, wann wir das dann halt aufnehmen, Abend schon dafür dann drauf. Ja, für mich schon auch. Ich meine, ich muss mich ja auch hinhocken. Ich meine, ich Plus kenne. spätes Abendessen. Ja, ich habe diesmal auch noch nicht gegessen, ja. Aber es ist tatsächlich auch schon 7:30. Oh Gott. Schon wieder 7:30. Egal. Also ist halt auch so eine Sache. Dann müssen wir drüber reden. Dann muss ich es nachbearbeiten. Dann muss ich es hochladen. Das muss ich bei Videos natürlich auch. Aber ich meine, logisch. Die 5-Minuten-Videos, die ich so üblicherweise mache, die sind aufgenommen. Die Bearbeitung geht ratzfatz. Hochladen, fertig. Ich muss es nicht noch bei iTunes einpflegen, mir irgendwie einen tollen Feed schreiben. Ist halt einfacher, ist halt auch spontan schnell zu machen. Ich kann halt keinen 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden Podcast spontan machen. Wir müssen. Ja, und vor allem für die Wochenschau, wie gesagt, man muss sich halt Ja. zusammenfinden irgendwie. Man muss dann sagen, ja, dann und dann passt's. Ja. Und wenn der eine dann irgendwie da halt irgendwas hat, irgendwelche Termine und also ich habe es jetzt halt auch gemerkt, letzte Woche hatte ich jetzt einen Auftritt und es also und da mussten halt Bandproben irgendwie eingeschoben werden und da sind wir jetzt immer noch dabei, weil der nächste Auftritt ist jetzt auch schon wieder in 2 Wochen und Ja. da weiß ich dann immer nicht, manchmal ist das dann ziemlich spontan, wenn die ganze Band dann wieder Zeit hat, um irgendwelche Extraproben abseits vom Probetermin zu machen und dann, man muss das halt alles irgendwie immer unter ein Dach bringen, das versuche ich ja auch Ja, also dann immer, sag klappt. ich sag mal so, bevor dann wieder mal irgendwann eine E-Mail in meinem Postfach liegt, so, jo, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mach selber oder und sonst wie, hust, nicht, dass ich es schon mal erlebt hätte, nein, nein, da, also haben wir auch vorher, dann muss man, wenn halt mal die Zeiten nicht so gut sind für so intensiv Podcasten, dann muss man es halt auch ein bisschen zurückschrauben. Das in diesem Fall geht es jetzt halt einher mit, ich habe auch gern mal momentan, ich habe auch einfach ganz blöd gesagt, mir machen dumme Videos momentan ein bisschen mehr Spaß, weil die halt schneller, einfacher, unmittelbares Feedback, ich meine, kommentieren tut da auch kaum mal jemand, bis auf Shady und Aldi, danke euch. Und hier und da versprengt der andere vielleicht, aber mein Gott, es ist halt einfach, ja, es ist halt momentan die Sache so, ich sage jetzt auch absichtlich nicht, wir hören jetzt auf. Auch das gab es ja schon und dann ein Vierteljahr später habe ich dann doch wieder Bock und dann gibt es halt V3 oder V4. Möchte ich jetzt auch nicht sagen. Also, wer den Feed abonniert hat, lasst ihn mal laufen. Es tut ja auch nicht weh. Ihr kriegt ja jetzt nicht zu irgendwas anderes stattdessen, sondern wenn wieder was kommt, kommt was Neues. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, stellt mal Fragen. Wir werden die dann schon erledigen, wenn wir dann mal wieder Lust haben, weil es auch doof ist. Dann gibt es halt, wenn mir
wenn wir was spontan aufnehmen sollten, ist es halt dann vielleicht nur ein Film. Wenn wir es wieder regelmäßig machen möchten, dann habt ihr vielleicht auch wieder frische Fragen und euch fällt auch was ein, sage ich jetzt mal. Mir Ja. war schon bewusst, dass die Neuausrichtung in der Form, dass es so kommen kann, es kam jetzt bloß für mich gefühlt ein bisschen sehr abrupt, dass plötzlich die paar verbliebenen Leute noch mehr wegfallen, hat sich ja auch keiner verabschiedet. Ich meine, einer wurde verabschiedet, das hat seine Gründe, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber der ganze Rest ist halt einfach, ich weiß nicht, vielleicht hört ihr mir noch zu, euch fällt auch nichts mehr ein. Das kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht böse. Ich finde es halt ein bisschen schade, aber die Situation ergibt halt jetzt, machen wir eine Pause. Ich meine, ich bin ja nicht aus der Welt, kenne auch nicht. Ich meine, machst du deinen Podcast mit deinen anderen Nasenbären eigentlich noch? Ja, also der ist quasi so hier. Also der wird auch schon noch wöchentlich gemacht. Meistens ist da montags irgendwie der Termin. Sollten wir auch mal Oder halt dann sagen, auch spontan. Also ja. der ist aber auch kürzer, also wenn wir den Ja. aufnehmen, Also was die Aufnahmezeit angeht. man sollte auch mal vielleicht sagen, was es überhaupt ist, damit die Leute dich dann Es finden. ist, es ist, also das ist tatsächlich ein Gaming-Podcast von playmoments.de, wo man dann immer halt über aktuelle Spielereien oder Neuigkeiten aus der ganzen Videospielewelt dann sprechen. Ja, also. Jetzt diese Woche war es Resident Evil, so kurz vorm quasi Release, was da so kommt. Also da findet ihr Ken regelmäßig mit ein paar anderen Nasenbären, die ich nicht kenne. Ja, also ich bin tatsächlich immer dabei, weil ich das Ganze auch aufnehme und bearbeite. Bis auf wenige Ausnahmen, wo ich jetzt letztes Jahr dann mal im USA-Urlaub war oder so. Aber da sind wir also immer mindestens eigentlich zu dritt. Also man muss das jetzt auch mal wertschätzen in diesem Kontext. Ken macht also schon eh einen Podcast und er macht meinen mit mir auch noch. Das ist Ja. schon auch löblich und kann man nicht oft genug Hab nochmal mir dann schon von öffentlich. der Freundin anhören dürfen, wie jetzt zwei Podcasts, Eine reicht da Freundin hat nicht er auch einer? noch, genau, eben. Mit der lebe ich zusammen, das muss man ja dann auch mal irgendwie so, ne? Und das auch So, noch. sie hat irgendwie Pläne, irgendeinen Film anzugucken. Ich sage, na, ich muss noch Podcast aufnehmen. Wobei man natürlich dann müsste halt die Filme anschauen, die wir für anschauen, so ungefähr. Ja, das haben wir auch stellenweise schon gemacht, Ja. also. Frau in Schwarz hat sie mich zwar dann mittendrin alleine gelassen, weil es weil sie A zu grusig war und B, sie musste dann eh fort, aber ist eine andere Geschichte. Könnte schlimmer sein. Ja, also, und ich tummel mich ja alle paar Wochen mal bei Headlock, im Wrestling-Podcast. Wenn man mit Wrestling eine Totalaversion hat, kann man mich da auch dann hören, wechseln mit Olaf und anderen Leuten. Und natürlich bin ich ja mehrmals wöchentlich mit irgendwelchen Videos auf YouTube zu finden, logischerweise. Wo ich was esse, wo ich was auspacke, wo ich über Filme rede, die ich unabhängig anschaue, weil auch das hier natürlich, da, wenn ich spontan einen Film anschauen will, muss ich niemand vorher abchecken, ob er das auch noch hinkriegt. Das ist ja auch ein anderes Format, da habe ich ja absichtlich nur kurz runterreihen, was ich gerade zu dem Film gedacht habe. Läuft, ja, mal gucken, ob es die Leute, ist ja erst am Anfang begriffen. Schauen wir mal. Wenn es keinen mehr interessiert, dann muss. Es ist jetzt nicht, dass ich zwangsweise Videos machen muss. Ich mache es ja halt momentan gerne. Und wenn es Wenn man irgendwann. halt Lust drauf hat, ja, Ja. man soll sich da auch nicht irgendwie Nee. quasi bedrängt fühlen Eben. dazu. Und wenn halt dann auch, wenn sich zeigt, dass die Leute nur die. Es wäre jetzt natürlich was anderes, wenn du da deine 100.000 Abonnenten hast Ja, und dann. bei jedem Video hier so 500 plus Views zusammenkommen, dann Ja. hat man Genau. schon das Gefühl quasi, okay, das sind allerhand Leute, die auf dich zählen und Ja. so. Ich meine, die haben wir hier auch. Wir haben hier schon auch so, wie gesagt, die Dauergäste, die wir immer gerne sehen. Aber ich Aber es mal. ist vom Aufwand her halt wirklich das Problem. Ja, und ich meine, sind wir mal ehrlich, man kann sie inzwischen mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Und ohne dass es jetzt eine Floskel ist, sondern einfach Realität. Ist so, ich meine. Gut, ist ja auch klar, der ursprüngliche Ansatz von Kernspiele und was davor war, war natürlich ein ganz anderes Segment der Unterhaltungsbranche, sagen wir es so. Ich meine, natürlich braucht man nicht rumtun, diese Woche hätte man sich Romane zulallen können über die Entwicklungen aktuell, aber es ist halt nicht. Ich mache den Spaß ja hier nicht, damit ich Stress habe, sondern das Gegenteil. Und wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Dann muss man halt durch. Also wir lang genug jetzt rumgefaselt. Im Endeffekt Tatsache, wir machen jetzt also mal eine Pause. Es kann schon sein, dass wir mal zwischendurch eine Folge reinschmeißen, weil sich es irgendwie ergeben hat für uns beide. Ja. Aber und das kann auch Vielleicht haben gut. wir auch zufällig gerade irgendeinen geilen neuen Film im Kino gesehen. Ja, Das wäre dann dann vielleicht auch eine Idee. ist ein bisschen schwierig, weil ich dazu ja ins Kino gehen müsste.
Richtig. Aber ist nicht auszuschließen, dass es mal wieder passiert. Kann auch Wird ganz, sich dann zeigen. es ist auch denkbar und die Historie liegt nahe, dass ich über kurz oder lang dann doch wieder einen wöchentlichen Podcast irgendwie mache, mit im Idealfall natürlich kennen, aber auch das, wann und wie das sein wird und wann ich dann sage, jetzt muss ich wieder, weil sonst fällt mir die Decke auf den Kopf oder irgendwas. Ich kann es halt einfach aktuell nicht sagen. Und dann gucken wir mal. Also ich meine, die Webseite läuft natürlich weiter, meine E-Mails laufen auch weiter. Jetzt am Schluss bei Es der. kommt alles noch an, auf jeden Fall, Ja, was an also Foto oder eben. Fragen oder sonst was ist. Wir können ja auch mal gucken, was es dann so eure Reaktion ist Ja, auf den ganzen Spaß. also einen Guilt-Trip brauchst du mir nicht aufdrücken, da habe ich natürlich auch keine Lust. Also ich finde es schon für ein paar Leute, tut es mir, wie gesagt, natürlich schon leid, dass die halt jetzt irgendwo hinfliegen müssen ohne mich quasi oder halt so nichts haben, aber es ist momentan, glaube ich, auch, es macht Es ja gibt, auch, wie gesagt, ja Alternativen mit dir ja, im Headlock-Podcast. zum Beispiel, Oder wenn man mich hören will, auch ja. im Play Nee. Moments-Podcast. Und halt, wie gesagt, wir sagen jetzt never say never so ungefähr, oder wie auch immer. Also ich gehe davon aus, über kurz oder lang werden wir schon auch vielleicht, wahrscheinlich vielleicht, schauen wir halt mal, wieder regelmäßig. Ich habe ja schon öfters mal längere Kunstpausen eingelegt, die jetzt nicht von äußeren widrigen Umständen bedingt waren, nennen wir es mal so. Also das muss man jetzt halt einfach mal so abwarten. Wie gesagt, die Webseite läuft weiter, die E-Mails laufen weiter, der iTunes-Feed wird nicht abgestellt, YouTube natürlich sowieso. Ken bleibt auch dabei und wird mitkriegen, wenn was passiert, wenn es auf der Webseite oder Ist sonst auf wo. jeden Fall, Ja. ja. Jetzt schauen wir halt mal. Ja, damit haben wir immerhin ein Dutzend haben wir ja hinbekommen ohne größere Unfälle. Ja. Und dann soll, ich könnte jetzt auch sagen, man soll dann aufhören, solange es noch Spaß macht. Das tun wir jetzt ja quasi. Also wir pausieren jetzt, solange es uns noch Spaß macht. Weil was passiert, wenn ein oder mehrere Teilnehmer keine Lust mehr haben? Auch das hat man ja mal raushören können ein bisschen. Aber das kriegen wir schon hin. Also wie gesagt, sorry, wenn ihr jetzt am Wochenende wieder andere Sachen tun müsst, außer um meinen und Kens Unsinn zuzuhören. Aber das ist jetzt halt erstmal so und ja. Ja. Wird schon werden. Die, das, Genau. die übliche Rauswurfverabschiedung spare ich mir jetzt auch. Die paar Leute, die zuhören, die wissen ja, wo sie uns finden und anmelden können. Logisch. Genau. Und dann wünsche ich euch einfach für die Zukunft erstmal trotzdem viel Unterhaltung. Wie gesagt, ihr könnt natürlich einfach meine Videos auch ganz viel anschauen. Das motiviert mich natürlich auch. Und guck mal halt Es gibt einfach noch mal. mal so den extra Motivationsschub. Ja, und ach so, eine ganz vage Andeutung schmeiße ich noch in den Raum. Ich kenne jemand, mit dem ich früher gearbeitet habe, der möchte auch gerne mit mir einen Podcast machen, der dann wieder ein bisschen mehr in die alte Richtung ginge, sage ich jetzt mal. Da hängt aber, der muss erst mal in die, der muss seine Sachen organisiert bekommen und dann müssen wir gucken, ob es da nicht wieder noch andere Probleme gibt. Es könnte aber sein, dass ich auch da nochmal wieder regelmäßiger, der wäre dann auch tatsächlich auch mit ein bisschen Aufwand verbunden für mich auch und deswegen muss man auch das abwarten. Jo. Aber schauen wir mal. Und sonst, wie gesagt, Kernspieler gibt es weiter und die Wochenschau kommt mutmaßlich auch irgendwann wieder. Vielleicht nennen wir sie dann auch Monatsschau, wäre ja auch eine Option. Schauen wir einfach mal. Jetzt aktuell ist aber erstmal so und dann, ja, ich hoffe, wir haben die 3 Monate. 3 bis 4 Monate, die es jetzt so war, haben euch trotzdem Spaß gemacht. Wer mir mal mitteilen möchte, dass er mich gehört hat, ohne was zu schreiben, der kann es auch gerne tun. Ja, war Und auf jeden Fall schön. ja, schauen wir mal. Ken und ich, wir verlieren uns ja auch nicht aus den Augen. Also es gibt Das sicher nicht, nee. in absehbarer Zeit wieder was. Vielleicht gibt es auch mal irgendein Special in irgendeiner Form, wenn Ja. uns was Lustiges einfällt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Genau. Und deswegen sagen wir jetzt hier an dieser Stelle, bis dann. Bis dann.